Eichhörnchen haben immer zu tun. Vorräte anlegen ist ein mühsames Geschäft. Vorräte suchen allerdings auch. Gut, wenn die Nuss noch da ist, wo sie liegen sollte. Eichhörnchen müssen bunkern, denn Samen und Nüsse gibt es nicht das ganze Jahr. So sorgen sie vor, für schlechte Zeiten und für den Winter. Wer sie anlocken will, der bietet ihnen, was sie sich am meisten wünschen: Überfluss. Eine gute Nussmischung ist das Geheimnis, um die Tiere in den Garten zu locken, und ein Futterhäuschen, das Krähen und Elstern fernhält. Samen, Obst und Karotten mögen die Hörnchen auch, nur Erdnüsse, Mandeln und Essensreste vertragen sie nicht. Gut ist es, wenn das Häuschen etwas erhöht steht oder an einen Stamm geschraubt wird. Das macht es katzenschwerer. Meist dauert es nicht lange. Am Anfang sind die Gäste noch vorsichtig. Aber irgendwann siegt die Sammelwut. Die Fingerfertigkeit, die es hier braucht, ist kein Problem. Eichhörnchen sind extrem geschickt und pfiffig. Nuss um Nuss wird geangelt, um sie im Garten zu vergraben. Heutzutage können wir in Parks und Gärten mehr Hörnchen beobachten als im Wald. Das Futterangebot in den Städten ist besser, aber hier ist es auch gefährlicher. Viele und vor allem junge Tiere ertrinken in Regentonnen, die nicht abgedeckt sind. Und auch das Baumfällen im Februar kostet vielen Hörnchenbabys das Leben. Denn zu der Zeit liegt schon der Nachwuchs in den Baumnestern. Wer Hörnchen in seinen Garten lockt, übernimmt Verantwortung und sollte die Tiere und ihre Bedürfnisse immer im Blick haben. Dafür wird er belohnt mit einem unterhaltsamen Mitbewohner, der die erstaunlichsten Verrenkungen machen kann, wenn es darum geht, erstmal die leckeren Walnüsse in Sicherheit zu bringen, bevor er zu den langweiligen Sonnenblumenkernen zurückkehrt. Eichhörnchen sind übrigens, entgegen der landläufigen Meinung, nicht gefährlich für Gartenvögel. Sie plündern zwar ganz selten mal ein Nest, aber nur dann, wenn sie zu wenig zu fressen finden oder das Futter sehr einseitig ist. Eigentlich mögen sie Nüsse und Samen lieber, auch weil die sich besser bunkern lassen. In Deutschland leben bis heute nur europäische Eichhörnchen. Meist sind sie rot, manchmal in Höhenlagen auch schwarz. Amerikanische Grauhörnchen, die in vielen Ländern Probleme machen, gibt es bei uns glücklicherweise noch nicht. Ja, wieder wunderbare Aufmerksamkeit.